Ich bin keine Versicherung, aber habe auch eine Frage. Und zwar, was haben Ferien am heimischen Baggersee, am Mittelmeer oder ganz hinten da an der berühmten Copacabana in Brasilien? Was haben alle diese Urlauber da gemeinsam? Na? Ich verrate es Ihnen. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, ja, werden alle überall ohne Handy und ohne Geld in die jeweiligen Fluten hüpfen, oder? Denn egal ob um die Ecke oder übersee, die Wertsachen bleiben auf dem Handtuch oder darunter oder so. Was für Taschendiebe natürlich immer eine große Freude ist. Die Sonne scheint und der Strand lockt die Urlauber ins Meer. Nur was mit den Wertsachen machen? Diebe schlagen hier nämlich schnell zu. Wir haben Deutsche auf Mallorca gefragt, wo sie Handy oder Geld lassen, wenn sie baden gehen. Wenn wir mit mehreren am Strand sind, dann bleibt immer einer an der Liege. Und ja, im Grunde eigentlich das. Und wenn nicht, in die Tasche tun und halt hoffen, dass es nicht wegkommt. Ich nehme eigentlich keine Wertsachen mit, groß. Das, was ich am Körper habe, eine Uhr oder ein Dings, das lasse ich ja dran. Die Wertsachen sind bei uns am Platz, aber wir haben nie viel Bargeld dabei. Also allerhöchstens 20 Euro, dass man sich mal was zu trinken kaufen kann oder so. In meiner Tasche, die habe ich aber im Blick, die ist am Strand. Und ich gehe auch nicht so weit ins Wasser, ich gucke immer wieder nach der Tasche. Dass das aber leichtsinnig sein kann, zeigt die Statistik. 15% aller Deutschen sind im Urlaub schon mal Opfer von Dieben geworden. Wir machen den Test an der Playa de Palma und lassen einen Geldbeutel auf einer Mauer an der Promenade liegen. Dann schauen wir, wie schnell Diebe jetzt zuschlagen. Nach 6 Minuten nimmt ein Straßenhändler das Geld aus dem Portemonnaie. Viele Urlauber machen sich dennoch keine Sorgen und verlassen sich auf ihre Strandnachbarn. Ich glaube, auch hier passt jeder so ein bisschen auf. Jeder guckt mal. Wenn jetzt mehrere sind, ich denke mal, dass der eine auf dem anderen ein bisschen achtet. In einem zweiten Test stellen wir die Aufmerksamkeit der anderen Urlauber auf die Probe. Unser Lockvogel lässt seine Wertsachen liegen und verschwindet. Wenige Minuten später schlägt unser vermeintlicher Dieb zu und keiner der anderen Badegäste reagiert. Ich bin hier gerade direkt neben Ihnen ausgeraubt worden. Haben Sie das gar nicht mitgekriegt? Ehrlich? Nein. Das war nicht fähig, oder? War natürlich nur ein Test. Wir wollten mal gucken, ob die Leute reagieren oder nicht. Aber ich hatte mich eigentlich bemüht, dass sie mich sehen. Habe ich nicht gemerkt. Aber ich habe meine Tasche auch meistens um die Hand gewickelt, weil man kennt's ja hier. Bei 3 Testdiebstählen reagieren die Strandnachbarn nicht. Nächster Versuch. Jetzt bittet unser Lockvogel die Nachbarn, auf seine Sachen aufzupassen. Als unser Tester dann zuschlägt, springen die beiden Frauen sofort auf und nehmen ihm den Rucksack weg. Ich habe mir schon irgendwie sowas gedacht, weil er geht da einfach stumpf hin, nimmt sich den Rucksack. Ich dachte mir so, hey, ich habe ihm gesagt, dass wir auf den Rucksack aufpassen sollten. Und da meinte er, das ist seiner. Und dann ich so, nee. Doch Diebe selbst zu stoppen, empfiehlt die Polizei nicht in jedem Fall. Ja, so ein persönliches Einschreiten kann natürlich auch immer sehr gefährlich sein. Da warnen wir vor. Wichtig ist, dass man dann Personen mit ins Boot nimmt, sagen wir immer so leicht, die das leisten können. Wir würden uns schon erhoffen, wenn da mehr Zivilcourage an den Tag gelegt würde. Wie kann man sich am Strand also vor Dieben schützen? Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert. Tipp 1. Eine leere Sonnenmilchflasche als Tarnung verwenden. Flasche aufschneiden, ausspülen und Geld und Schlüssel da reinlegen. Ähnliche Verstecke für Wertgegenstände kann man natürlich auch am Strand kaufen. Eine Wasserflasche? Sehr sinnvoll. Ah, das ist geschickt. Das finde ich super. Das ist nicht schlecht. Obwohl, wenn die Flasche weg ist, ist sie weg. Da kommt man nämlich gar nicht drauf. Das habe ja selbst ich nicht erkannt jetzt. Andere Verstecke schneiden bei den Urlaubern nicht so gut ab. Das Buch mit Safe und der Gürtel mit Geheimfach. Ich denke mal, da sieht man direkt, dass man was versteckt, oder? Finde ich eine gute Idee. Machen wir auch manchmal in Büchern unsere Zimmerkarten verstecken. Würde ich jetzt kein English Dictionary hier am Ballermann mitnehmen, das wird mir eh keiner glauben. An sich ganz geschickt. Aber wer nimmt einen Gürtel mit am Strand? Das ist ja. Also vor allem, da kommt man in Badehose. Ich glaube, hier, wo jemand liegt, hat keiner einen Gürtel dabei. Und es passt nicht viel rein. Wenn man den Gürtel anhat, ist okay. Aber wenn sie hier liegen, in der Badehose. Wer mehr Geld ausgeben möchte, für den ist ein Strandsafe interessant. Den gibt's mit Zahnenschloss oder Alarmanlage. Ah, das finde ich blöd. Na. Das ist schon wieder zu auffällig. Ja.
Und das kann man drum machen und mit dem Schlüssel zumachen, ja. Eigentlich perfekt, ja? Ja. Muss ich auch ehrlich sagen. Und da passt sagen, viel ja? rein. Genau. Das Fleisch ein bisschen übertrieben. Zu mir wäre das groß. Ich möchte so am Strand nicht rumlaufen. Ich hätte gar nicht so viel Sachen hier reinzumachen. Und so ist das wohl der beste Schutz vor Dieben. Möglichst wenig Geld mitnehmen in ein Freibad, mit an den Strand. Natürlich auch das Handy hat da nicht zu suchen, wenn ich mich irgendwo im Wasser aufhalte. Wir haben da schon in den letzten Wochen eine Vielzahl von Anzeigen auch gehabt, dass direkt von der Liegewiese Geld verschwunden ist. Alles das muss nicht sein oder alles das wäre nicht der Fall, wenn ich das Geld dort nicht ablegen würde. Am besten also nur wenige Wertsachen zum Strand mitnehmen, dann stehen die Chancen gut für einen entspannten Urlaub.